Der nächste Redner ist Michael Link und er ist außenpolitischer Sprecher in der FDP-Fraktion. Europapolitischer. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen heute als Bundestag von unseren Mitwirkungsrechten Gebrauch machen und der Bundesregierung eine stringente Positionierung für die Formulierung des EU-Verhandlungsmandats mit auf den Weg nach Brüssel geben. Aus Sicht meiner Fraktion müssen dafür drei Prinzipien gelten. Klarheit. Wir wollen keinen seitenlangen Wunschzettel, sondern ein klar definiertes Verhandlungsmandat. Einheit. Wir fordern, dass sich die Bundesregierung für die Geschlossenheit der EU-27 stark macht und keine Alleingänge während der Verhandlungen unternimmt. Und ganz wichtig, Realismus. Angesichts eines schwierigen Verhandlungspartners Boris Johnson, der zurzeit scheinbar vor Kraft kaum laufen kann. Also, wir müssen vom Ende her denken. Und das sollten wir sagen, was sollten wir dringend bis Ende des Jahres erreicht haben, denn die Uhr tickt. Dann, wenn die Übergangsfrist ausläuft und der No-Deal-Brexit erneut droht, was wollen wir erreicht haben? Aus unserer Sicht im Bereich der wirtschaftlichen Partnerschaft ein präzises, schlankes, zielgenaues Freihandelsabkommen und im Bereich der Sicherheitspartnerschaft sichtbare Fortschritte bei der Zusammenarbeit bei innerer und äußerer Sicherheit. So könnten wir die ohnehin gravierenden Auswirkungen des Brexits abfedern und einen ungeordneten Brexit verhindern. Dafür muss sich die Regierung einsetzen. Doch was legen Große Koalition und Grüne heute zum Start der Verhandlungen vor? Aus unserer Sicht, ja, viele Allgemeinplätze, viel, was man auch unterschreiben kann, aber am Ende einen wachsweichen Antrag ohne klare Ziele. Keine Spur von Klarheit, Kolleginnen und Kollegen, stattdessen seitenlanges Prosa ohne die Bundesregierung, und das ist wichtig, am Ende in die Pflicht zu nehmen. Sie machen einen kurzen Verweis auf die deutsche Ratspräsidentschaft, aber keine Präzisierung der besonderen Rolle, die der Bundesregierung zukommt, zum Beispiel, dass Deutschland sich ohne Wenn und Aber gegen ein gemischtes Abkommen einsetzt, sondern für ein Abkommen, was von der EU direkt ein EU-Only-Abkommen einsetzt. Auch heute vom Minister kein einziges Wort dazu. Kein einziges Wort. Was wäre das für ein Signal gewesen, wenn Deutschland sich klar eingesetzt hätte? Auch kein Wort des Ministers zur Rolle des Europäischen Parlaments. Deshalb fehlt Ihrem Antrag aus unserer Sicht der Mut und der Sinn für die Realität gleichermaßen. An diesem Punkt helfen uns keine Wunschzettel, keine politisch korrekten Allgemeinplätze, sondern wir müssen die Bundesregierung in die Pflicht nehmen. Es gibt viele in der EU, die vor so einem EU-Only-Abkommen noch zurückschrecken, die sich hinter den Verträgen verschrecken oder hinter einer scheinbar opportunen öffentlichen Meinung. Aber was wäre es für ein Signal aus Berlin gewesen in die EU hinein und vor allem auch in den Verhandlungen? Was wäre es für eine Stärkung des Chefunterhändlers Michel Barnier gewesen, wenn wir das gemacht hätten? Wir brauchen diese Stärkung, denn das Worst-Case-Szenario des ungeordneten Brexits ist eben noch immer nicht gebannt. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, bringen wir heute als FDP-Fraktion einen eigenen Antrag ein. Wir fordern, dass die Bundesregierung sich im Verhandlungsmandat, bei der Formulierung des Verhandlungsmandats ohne Wenn und Aber für ein EU-Only-Verhandlungsabkommen einsetzt, das zielgenau konzipiert ist und das nur EU-Kompetenzen betrifft. Und das genau, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, würde nämlich zu den Plänen passen, die Michel Barnier hat. Das würde seine Verhandlungsposition stärken. Man kann dann immer noch später in einzelnen Sektoren, wo es nicht gelingt, EU-only abzuschließen, dann auch noch sektorale Abkommen machen, die man später dann nach Jahresfrist, wenn die EU nicht mehr so hart tickt wie jetzt, dann auch im Wesentlichen dann im normalen Verfahren ratifiziert. Aber jetzt tickt die Uhr bis zum Jahresende. Und wir werden mit diesem Ansatz, den wir heute von der Bundesregierung hören, erstens der Gefahr nicht gerecht, die wir haben, am Ende ohne Abkommen dazustehen. Und am Ende werden wir so unsere Verhandlungsposition gegenüber Johnson auch nicht stärken. Kolleginnen und Kollegen, der schwere Teil des Brexit steht uns noch bevor. Wenn wir als Bundestag hier mitwirken wollen, dann sollten wir den Mut haben, der Bundesregierung deutlich klarere Aufträge zu geben, als im heutigen Koalitions- und Grünen-Antrag enthalten. Ich danke Ihnen.